Ja, willkommen im Limit, Alexander Schumann hier. Heute ein neues Video und zwar habe ich eine E-Mail von Tobias bekommen. Er hat sich eine Vogelspinne gekauft, seine erste Vogelspinne, wie ich annehme. Und jetzt fragt er mich, ob das normal ist, dass sich diese Spinne in der Höhle versteckt. Der Verkäufer hat gesagt, das ist eine Anfängerspinne, die sehr abenteuerlustig ist und sehr friedlich. Und jetzt möchte er wissen, ob er die falsche Spinne vielleicht gekauft hat. Er hat sich eine Tiltocatl albopilosus gekauft, eine Krauser-Vogelspinne, wie ich sie nenne. Und jetzt schauen wir uns mal an. Ich habe auch so eine Spinne, wie die sich bei mir verhält. Und da genau. Also hier sieht man die Spinne und ich habe quasi die Tür geöffnet und man sieht, sie reagiert. Sie sind keinsterweise aggressiv, also sie geht halt aus dem Weg, geht Richtung Höhle, sicher ist sicher. Und man sieht die Spinne, also die ist eigentlich immer im Freien, also das heißt im Freien, immer heraußen und versteckt sich so gut wie nie in der Höhle. Kommt auch vor, aber eigentlich ist sie immer gut zu sehen. Ja, und also ein sehr schönes Tier ist ein Männchen. Das heißt, sie wird nicht mehr allzu lange leben, aber ein schönes Tier und ja, also eine super für Anfänger geeignete Spinne. Und ja, würde ich sagen, kann man empfehlen. Hat der Verkäufer nichts Falsches erzählt. Und ja, was man bedenken muss bei Vogelspinnen ist, Vogelspinnen kann man nicht mit anderen Tieren vergleichen. Wenn man sich jetzt einen Hamster kauft, den wird man irgendwann zu Gesicht bekommen. Wenn man sich eine Katze kauft, die kommt zum Kuscheln. Wenn man sich einen Fisch kauft, der sieht man eigentlich immer, außer er vergräbt sich im Boden. Und bei Vogelspinnen ist es so, die haben einen ganz anderen Lebenszyklus. Also die Wochen, Monate können die in ihrer Höhle bleiben, ohne dass es irgendwie ungewöhnlich ist. Da muss sogar eine Schlange öfters rauskommen, aber Vogelspinne, die sind da, ja, die verstecken sich oder die verkriechen sich, und solange die jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis haben, Paarung oder so oder Hunger haben, ist es denen egal, ob sie draußen sind oder in ihrer Höhle sitzen. Und deswegen ist es ja, kann man das nicht mit einem anderen Tier vergleichen, das man sich kauft, und dann hat man gleich ab dem ersten Tag seine Freude damit und kann es beobachten und so. Also eine Vogelspinne, die versteckt sich halt. Ich habe auch Vogelspinnen, und zwar eine Grammostola formosa. Die ist hier in dieser Höhle und ich habe euch auch schon in einigen Videos gezeigt. Und ich versuche jetzt, die mit so einem Apparat hier rauszulocken. Und wie man sieht, es klappt nicht. Also die Spinne kommt nicht raus. Und die habe ich schon, ich will jetzt nicht sagen Jahre nicht mehr gesehen, aber viele, viele Monate nicht. Und die kommt halt einfach nicht raus. Das ist, man ist halt so. Dann habe ich hier eine Brachypelma hamori, und wie man sieht, die chillt ganz entspannt auch auf der Höhle rum, und die sieht man eigentlich jeden Tag. Also die ist eher selten verborgen, die ja, ist einfach da, so wie man sich das vorstellt. Man kauft sich eine Vogelspinne und hat was zum Ansehen, und die ja, chillt halt so rum. Die gleiche Art, die eine Grammostola hamori, eine Rotknievogelspinne, Grammostola hamori. Eine große habe ich hier in diesem Terrarium und ich versuche sie auch rauszulocken, aber keine Chance. Also die hat entweder keinen Hunger, keinen Appetit, will ihre Ruhe haben, und die ist eigentlich, ja, die versteckt sich halt. Das ist, und die kommt auch so gut wie nie raus. Also das ist die gleiche Art wie die davor. Also die gleiche Art wie diese da, aber eben, ja, versteckt sich halt. Ist ein bisschen älter, die andere, die sich nicht zeigt. Liegt auch vielleicht ein bisschen immer am Alter, ob sich die, wenn sich so eine Vogelspinne gehäutet hat oder so, ändert sie ihren Charakter. Und dann kann es sein, dass sie sich nicht mehr zeigt, und oder sie hat sich vorher nicht gezeigt und ist dann immer zu sehen. Also es kann mit der auch passieren, mit dieser da, dass sich die plötzlich in ihre Höhle verzieht und dann nicht mehr zu sehen ist. Ja, was kann man jetzt dagegen tun? Ich habe es ja schon gezeigt, man kann mit so einem Apparat versuchen, die Spinne rauszulocken. Das ist auch mit einem Grashalm möglich, oder ich habe da eine Feder umgebaut, kann man das machen. Oder die nächste Möglichkeit ist, man kauft sich halt eine Spinne, die sich nicht versteckt, so ohne weiteres. Also zum Beispiel eine Springspinne, eine Phidippus regius. Die sind zwar nicht so wuchtig, so groß, die sind sehr klein, so 1-2 Zentimeter. Aber die sind immer unterwegs, die gucken, die sind sehr agil, wie jetzt
Ja. Irgendein anderes Tier halt. Irgendein, ich will nicht sagen der Vogel, aber irgend so ein. Egal. Also die sind sehr agil. Dann, was man noch machen kann, das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der Vogelspinnen hat. Man kauft sich eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte, eine achte, eine neunte, eine zehnte Vogelspinne. Und da ist immer irgendeine sichtbar, irgendeine macht irgendwas. Und dann hat man auch quasi täglich was von seinem Haustier. Und also mit der Art auf jeden Fall, da kann man auch schauen, dass man sich Arten kauft, die zeigefreudiger sind, wie jetzt die Hamori oder die Tiltrocatl albopilosus. Ich habe auch eine Weißknievogelspinne, eine Acanthoscuria geniculata, die ist noch sehr klein, die zeigt sich jetzt nicht so oft, aber solche Spinnen sind halt, dann ist die Chance größer, wenn man jetzt mehrere solche Tiere hat, dass man eine zu Gesicht bekommt, öfters am Tag oder ja. Ja, dann würde ich sagen, was ist für dieses Video? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde die Fragen, die mich unter den Kommentaren, unten in den Kommentaren erhalten. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Fragen, die ich in den Kommentaren erhalte, in Videoform beantworte, weil selbst fällt mir momentan nicht allzu viel ein. Das ist, ja, mei. Und auf diese Weise denke ich, dass man da ein bisschen, ja, ich auf Ideen komme und ihr eure Antworten bekommt. Und dann könnt ihr noch die Glocke drücken und den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann.